Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, ich bin jetzt wieder im Diner. Es kann nicht anders sein. Ich habe noch mal überlegt, es gibt keinen anderen Ort, wo wir Essig finden könnten. Ich gucke jetzt noch mal alles ab. Es muss doch wohl sein, dass wir hier irgendwas mitnehmen können. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist Barber. Hier ist jetzt wieder das mit dem Brot. Da ist er. Essig. Ketchup, Senf, Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Sirup, Zucker. Und eine Flasche Essig. Wunderbar. Nehmen Sie mit. Sieht keiner. Essig. Das ist eine Säure und als solche kann ich sie als Fixierer benutzen. Ich gehe jetzt, wenn ich jetzt die nächsten wieder Fotos mache oder sowas, dann entwickle ich die auch genauso zu Hause. Ich habe alles beisammen, was ich für die Entwicklung der Bilder brauche. Das wird jetzt etwas dauern. Also los. Na, mach davon selbst. Schön. Ich habe die Bilder. Sie sind ziemlich gut geworden, wenn man bedenkt, unter welchen Bedingungen ich sie entwickeln musste. Kann ich Der mir die... ganze Kram, den ich für die Entwicklung gebraucht habe, liegt in der Badewanne. Ich hoffe, ich brauche ihn erstmal nicht mehr. Nur Eddies Dia-Projektor nehme ich mit. Ich wünschte, ich könnte mir eigene Abzüge von den Bildern machen. Aber das Fotopapier ist alle. Aber wenigstens eins werde ich behalten. Der Ich gehe noch mal Schlingel. meine Mutter besuchen. Und dann mache ich mich ausgehfertigt. Am Abend. Was ein Schlingel, ehrlich, Und ey. du meinst, dieser Typ verfolgt mich? Eine reisende Studentin aus England? Warum sollte er? Keine Ahnung. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er dich verfolgt. Ich habe nur gesagt, dass es sein könnte. Vielleicht verfolgt er mich ja. Schon gut, Darren. Das war nicht böse gemeint. Was ist los mit dir? Ach, ich weiß auch nicht. Es ist einfach gerade alles zu viel für mich. Meine Mom liegt im Krankenhaus. Diese Sache mit England und dann dieser Kerl. Welche Sache mit England? Naja, meine Mom. Sie bekommt Geld aus England. Ein Kaff namens Willow Creek. Kennst du das? Ja, ich weiß sogar ungefähr, wo das liegt. Ich glaube, es ist der Ort, an dem meine Mom als Köchin gearbeitet hat. Und sie bekommt immer noch Geld von da? Ihr Plumpudding muss göttlich sein. Das ist es eben. Es ist über 20 Jahre her. Wer schickt dir über $1000 jeden Monat? Und wofür? Dieses Kästchen habe ich bei den Überweisungen gefunden. Ich habe es zuvor noch nie gesehen. Und das Wappen mit den drei Löwen, das ist ein englisches Wappen, oder? Was ist es? Was genau tust du da? Ich dachte nur, du wolltest vielleicht den Inhalt sehen. Du weißt, wie man es öffnet? Solche Schatullen wurden im 19. Jahrhundert zu Tausenden produziert. Es gibt einen speziellen Verschlussmechanismus, der Neugierige fernhalten soll. Hat wohl nicht ganz funktioniert. Was ist drin? Na? Ein Foto. Okay. Kenne ich nicht. Kenne ich beide nicht. Ein Mann und eine Frau vor einem schmiedeeisernen Tor. Ist das deine Mom? Und der Mann, ist das dein Vater? Steht hinten was drauf? Black Mirror Castle, Willow Creek, England. Oktober 1969. Was ist? Meine Mom. Darren. Findest du, sie sieht aus, als wäre sie im fünften Monat schwanger? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Kapitel 2.
gedonget. Es hat gedonget. Darren Michaels? Conley, mein Name. Ich bin Inspektor der hiesigen Polizei. Okay. Bin ich verhaftet? Nein, das nicht. Aber wir müssten mit Ihnen sprechen. Darf ich eintreten? Sicher. Ist doch schon drinne. Also? Sie arbeiten in Fullers Fotostudio, ist das richtig? Seit gestern nicht mehr. Nicht mehr? Warum? Das Betriebsklima. Ich habe gekündigt. Gekündigt? Oder wurden Sie hinausgeworfen? Gab es Streit? Ist was mit Fuller? Bitte sagen Sie ja. Also, ja. Haben Sie ihn verhaftet? Oder hat ihn irgendjemand in einer dunklen Seitengasse zusammengetreten? Würde Ihnen das gefallen? Nur wenn's schmerzhaft war. Er ist tot. Ne? Er wurde heute in den frühen Morgenstunden erstochen. Wir zählen noch die Einstiche. Können Sie uns dazu etwas sagen? Nein. Nichts, was Sie angemessen finden würden. Da muss jemand eine ziemliche Wut auf den alten Mr. Fuller gehabt haben. Wie wütend waren Sie auf ihn, Darren? So wütend, dass ich seinen Tod nicht bedauere. Aber ich habe nichts damit zu tun. Ich habe ihn gestern Nachmittag, als er mich rausgeworfen hat, zum letzten Mal gesehen. Und danach sind Sie nicht mehr im Laden gewesen? Nein. Wir haben Ihre Fingerabdrücke gefunden. Ich habe da gearbeitet? Klar, ich habe da gearbeitet. Was? Auf dem Tresor. Gehörte das zu Ihrer Arbeit? Was wollen Sie? Wo waren Sie gestern Abend? Ich war im Balbers Diner. Mit einer Freundin. Richtig, Angelina Morgan. Sie kennen sie noch nicht lange, oder? Muss man in dieser Stadt verlobt sein, wenn man mit einer Frau ausgehen will? Oh, keineswegs. Wenn Sie sie besser kennen würden, könnten Sie mir nur vielleicht erklären, warum Miss Morgan Mr. Fuller ermordet hat. Hä? Was? Sie wurde praktisch auf frischer Tat ertappt. Was? Praktisch. Sie stand blutverschmiert vor Mr. Fullers Leiche. Noch klarer wäre die Sache nur, wenn wir ein notariell beglaubigtes Video vom Mord hätten. Das ist doch absurd. Vielleicht hat sie den toten Fuller entdeckt und wollte helfen. Behauptet sie auch. Und was macht sie mitten in der Nacht in Fullers Laden? Was weiß ich? Fragen Sie sie. Das haben wir. Sie sagt, sie wäre von einem Mann telefonisch dorthin bestellt worden. Von ihrem Verfolger? Richtig, vom großen Unbekannten. Deswegen bin ich hier. Miss Morgan sagt, Sie hätten ihr von ihrem Verfolger erzählt? Allerdings. Und der Hotelbesitzer hat ihn auch gesehen. Bei ihm war ich schon. Er bestätigt, dass sich jemand nach Miss Morgan erkundigt hat. Aber er kann uns keine brauchbare Beschreibung geben. Haben Sie den Mann genauer gesehen? Hab ich. Er hat eng zusammenstehende Augen und... Nicht hier. Kommen Sie aufs Präsidium. Da können wir ein Phantombild anfertigen. Was ist mit Angelina? Naja, warten wir mal ab, was der Herr zu sagen hat, den Sie gesehen haben. Wenn er der Anrufer war, wird er es kaum zugeben. Wenn es diesen Anruf überhaupt gab. Kommen Sie bitte so bald wie möglich. Wir brauchen das Phantombild. Na, dann werde ich wohl sofort gehen, oder? Haben wir noch was vor? Nein, das ist er nicht. Der Haaransatz war höher. So vielleicht? Nein, es war hier mehr... Können Sie mich nicht einfach kurz da ranlassen? Sicher. Schauen Sie, Sie haben hier die verschiedenen Kinnformen und Augenbrauen und so weiter. Ich habe Ihnen zugesehen. Ich habe das Prinzip verstanden, okay? Über die Pfeile können Sie wechseln. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie hier auf Save und... Ja, ich krieg das schon hin. Okay, okay. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind. Mhm. Okay. Je schneller die Polizei diesen Typen findet, desto schneller kann ich Angelina helfen. Wie sah der Kerl noch gleich aus? Toll. Toll. Wow, was war denn mit den Augen? Und dann würde ich sagen, hat er das hier. Spitzes Kinn, ne?
Das ist richtig. Eng zusammenstehende Augen. So? Ach, wie war das nochmal mit der Nase? Sind Sie fertig? Nein. So ganz passt das noch nicht. Kann ich mal eine Pause machen? Ja, aber nur kurz. Wir brauchen das Phantombild. Schon gut. Mir ist noch etwas eingefallen. Sehr gut. Hier, bitte. Dann stimmte das mit den Augen vielleicht nicht? Eng zusammenstehende Augen. Fertig? Naja, so... Ungefähr reicht nicht. Denken Sie noch mal drüber nach. Ja, ja. Dahinter ist das Büro dieses selbstgefälligen, verblendeten Inspektors. Ob er wirklich glaubt, Angelina hätte diesen fetten Sack umgebracht? Nach diesen finsteren Gesellen wird gefahndet. Da sind ja erbärmliche Verbrechervisagen dabei. Die Polizei müsste kürzlich mit neuen Rechnern ausgestattet worden sein. Alles ziemlich aktuelle 486er. Der neue Pentium-Prozessor ist schon angekündigt. Aber ich frage mich, wer diese Rechenleistung wirklich braucht. Solange meine Sierra Adventures zu Hause laufen, brauche ich jedenfalls kein schnelleres System. Da geht's zu den Zellen. In solchen saß ich auch schon zweimal nach Demonstration. Für die meisten in meinem Bekanntenkreis war das so etwas wie eine Auszeichnung. Ich fand's scheiße. Richtig Wasser zu verkaufen muss ein unglaubliches Geschäft sein. Man füllt irgendwo Wasser in Flaschen und packt ein schickes Etikett und einen Fantasiepreis drauf. Diese ganzen beschissenen Megakonglomerate versuchen es mittlerweile sogar, sich die Herrschaft über die Wasserversorgung ganzer Länder zu sichern. Dann steigen die Preise ins Unermessliche und das sowieso schon völlig verarmte Volk dort ist komplett im Arsch. Geht er jetzt echt zu den Aktenschränken hin? Täter, Opfer, Verbrechen, Schicksale. Alles ordentlich abgeheftet und damit erledigt. Und wird doch mal ein Fall aufgeklärt, dürfte der Zufall seine Finger im Spiel gehabt haben. Ich glaube kaum, dass sie mich hier in den Akten herumschnüffeln lassen. Okay, die Augen, dann ist die Nase wahrscheinlich falsch. Mir ist noch etwas eingefallen. Sehr gut. War's das? Keine Ahnung. Denken Sie einfach noch. Ich habe mir doch einige nützliche Dinge in meinem... Yep, ich guck rein. Okay, braune, zurückgekämmte Haare, kleine, gerade Nase, Falten an der Seite, ewig beieinander, eng beieinander und tief liegende Augen, schmale Lippen, kleiner Bart, fahle Haut, scharf geschnittenes, kantiges Gesicht, spitzes Kinn. Okay, kleine, gerade Nase und eng beieinander und tief liegende Augen. Mir ist sehr gut. Dann so. Haben Sie's? Nee. Doch nicht so einfach, wie es aussieht. Witzig. Mir ist sehr gut. Hm.
Und? Das ist er. So in etwa sah der Typ aus, der mich und Angelina verfolgt hat. Hm, kenne ich nicht. Vielleicht ein Tourist. Sie sagten ja auch, er habe mit Akzent gesprochen. Allerdings, was ist nun? Wie geht's weiter? Wir werden die Bilder in der Stadt verteilen und den Herrn zu einem Gespräch einladen. Und Angelina? Nun ja, sie ist... Angelina! Aaron, ich war es nicht. Du musst mich hier rausholen. Sie wollen mir das anhängen. Ich weiß, aber das kriegen wir schon hin. Sie wollen heute Nachmittag Anklage erheben. Du musst irgendwie... Kommen Sie, Miss Morgan. Darren! Ich hol dich hier raus. Ich lass mir was einfallen. Kommen Sie, Darren. Finger weg! Ich werde herausbekommen, was hier gespielt wird. Sie ist unschuldig. Was für ein Motiv sollte sie haben? Das ist die Sache. Wir wissen es nicht. Sehen Sie? Und andere hatten ein Motiv. Fuller hat Leute erpresst. So? Mrs. Biber vom Diner. Sie hat Geld an Fuller gezahlt. Viel Geld. Woher wissen Sie das? Ist das wichtig? Sie hatte ein Motiv. Und was ist mit dem Typen da? Er war gestern bei Fuller. Wir haben kein Geld in Fullers Laden gefunden. Und dieser Herr ist ein Zeuge, mehr nicht. Was die angebliche Erpressung angeht, haben Sie Beweise? Beweise? Fragen Sie Mrs. Biber. Und die würde uns sagen, wenn sie von Fuller erpresst wurde? Sie... Setzen Sie sie unter Druck? Aufgrund Ihrer Vermutung? Nein, das reicht nicht. Wir brauchen Beweise oder wenigstens Hinweise auf eine Erpressung, bevor wir aktiv werden können. So lange sitzt unsere einzige Verdächtige dort hinter Gittern. Dann werde ich die Beweise besorgen. Nur wo fange ich an? Ich brauche Beweise, dass Fuller ein Erpresser war. Nur womit hat er Mrs. Biber erpresst? Und nur sie oder auch noch andere? Ich möchte wetten, diese Geheimtür in seinem Keller hat damit zu tun. Nur, wie kann ich sie öffnen? Ob Fuller den Schlüssel immer noch bei sich trägt? Ich muss es herausfinden. Oh Gott, wir müssen in die Leichenhalle. Was für ein Scheißwetter. Naja, passt irgendwie. Wir müssen in die Leichenhalle. Ach, wie schön. Hat die Schwester sowas? Was ist denn endlich was Neues? Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Wie geht es meiner Mutter heute? Unverändert. Ihre Vitalwerte sind in Ordnung, aber sie liegt nach wie vor im Koma. Also können wir nur warten. So sieht es aus. Ist der Typ, der sich nach meiner Mutter erkundigt hat, nochmal hier gewesen? Nein. Zumindest nicht in meiner Schicht. Sagen Sie bitte auch den anderen Schwestern, dass sie sich melden sollen, wenn er hier auftaucht. Der Mann wird polizeilich gesucht. Ich weiß. Die Polizei hat ein Phantombild gefaxt. Gut. Sie haben mitgekriegt, was mit Fuller passiert ist? Oh ja. Beatrix hat es mir erzählt. Sie haben ihn heute Morgen hier reingebracht. Blut überströmt. Kannten Sie Fuller? Nicht direkt. Was meinen Sie damit? Ich habe von ihm gehört. Es hieß, man sollte als weiblicher Kunde nicht unbedingt bei ihm seine Fotos machen lassen. Warum nicht? Er war ein Ekel. Und er konnte angeblich seine Finger nicht bei sich behalten. Sowas spricht sich natürlich herum. Vielen Dank für die Auskunft. Kein Problem. Lieferschein. Hier liegt ein Lieferschein für Flüssigseife. Ich kann nichts mitnehmen. Die Krankenschwester würde es bemerken. Kriegen wir die nicht irgendwie da weg? Gehen wir mal eben zum Mutti rein. Da können wir auch nichts drücken, nichts machen. Und da kommen wir nicht vorbei, weil der Wachmann da sitzt. Entschuldigen Sie, dieser Bereich ist nur für Angestellte. Sie dürfen da nicht rein. Oh, Entschuldigung. Das wusste ich nicht. Ich muss sie da irgendwie... Ich muss die Schwester irgendwie ablenken. Die lässt mich da nie rein. Vielleicht draußen mit dem... Mit dem Telefon? Nee.
Ich muss gerade nicht telefonieren. Schade, ich hätte gedacht. Aber was haben wir denn noch alles? Meine Mutter und irgendein anderer Mann. Hinten steht Black Mirror Castle, Willow Creek, England. Oktober 1969. Dieses Porträt von Angelina werde ich behalten. Sie sieht einfach umwerfend aus. Die schönste Frau, der ich jemals begegnet bin. Okay, ja, das haben wir ja. Der Modern Fuller muss etwas mit seinen dunklen Machenschaften zu tun haben. Ich muss mit dem Laden umsehen. Eng beieinander, tiefliegende Augen haben wir auch. Und solange die Krankenschwester mit direktem Blick zur Leichenhalle, wenn es in einem der Patientenzimmer einen Notfall gäbe, wäre sie sicher mit ihren Gedanken ganz woanders. Oh, okay. Dann machen wir das doch mal. Aber wie mache ich Notfall jetzt raus? Ich lasse die Waage lieber hier. An der Seite des Geräts hängen einige Kabel herunter. Die meisten führen zu den Sensoren an meiner Mutter. Die Maschine überwacht nur die Vitalfunktion. Ich nehme jetzt erstmal schnell den Lieferschein mit. Vielleicht kann ich den Lieferschein gebrauchen. Ich nehme ihn mit. Sonst kann ich nichts gebrauchen. Oh nein, 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 nein. Ja? Hallo. Ach, hat noch Liefern gereicht. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Oh gut, dass ich den mitgenommen habe. War ja praktisch. Mhm. In Ordnung. Ich gehe dann mal. Nicht so schnell. Was wollen Sie denn liefern? Flüssigseife? Und die haben Sie wo? Hm? Wo ist das Paket? Oh, ich Trottel. Das muss noch im Wagen liegen. Unglaublich. Zu meiner Zeit hätte ich mir so etwas nicht erlauben können. Oh nein? Heißt das, ich werde nun niemals Wachmann? Ich hole den Karton. Ja? Liefern Sie ja. Lieferschein. Okay, ich brauche irgendeinen Karton. Ich gehe da mal. Nicht so schnell. Und die haben sie... Wo ist das? Unglaublich. Oh nein, ich hole den Karton. Schitte. Vielleicht bei dem Postding. Vielleicht kriege ich da... Leeres Paket da. Wunderbar. Ein leeres Paket. Anscheinend hat ein Kunde die Lieferung gleich hier ausgepackt und das Paket stehen lassen. Leute gibt's. Das nehmen wir mit. Kann ich ihn jetzt auch so einfach wieder... Ich kann so einfach wieder gehen. Ja? Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Das Paket. Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Nein, darfst du nicht. Meinem, was? Dein Besucherausweis. Du musst dir vorne einen Besucherausweis geben lassen. Was? Ach, kommen Sie. Was soll der Mist? Ich will nur das Paket in die Leichenhalle stellen. Und dafür brauchst du einen Ausweis. Das macht Ihnen Spaß, oder? Könnte man so sagen. Da würde ich mal drüber nachdenken. Ach, das ist so ein Arsch, ey. Wie soll ich das denn machen? Das ist doch dieselbe Schwester. Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Was bewacht Ihr Wachmann denn so engagiert? Ach, der. Wenn Sie mich fragen, hat der nicht alle Tassen im Schrank. Da hinten sind die Leichenhalle, einige Lagerräume, die Wäscherei und die Garage... Warum muss man das so absichern? Das hier ist Biddeford. Hier wird nie was geklaut. Es werden höchstens... Aber nur sehr selten. Oh, sorry. Wir sollten uns darüber nicht lustig machen. Sie scheinen nicht sehr verängstigt. Ich fürchte mich nicht. Das war der erste Mord hier seit Urzeiten. Ich denke nicht, dass so schnell wieder was passieren wird. Sehr vernünftig. Wer darf alles ins Leichenschauhaus? Die Mitarbeiter des Krankenhauses natürlich. Und die Polizei.
Und die Mitarbeiter erkennt die Wache woran? Wollen Sie sich dort hineinschleichen? Keine Chance. Der gute Dick kennt alle hier. Er kann doch unmöglich jeden kennen, der durch diese Tür gehen darf. Naja, die Lieferanten natürlich nicht. Aber die Mitarbeiter kennt er besser, als sie sich selber kennen. Ich habe den Verdacht, er schnüffelt in unseren Personalakten rum. Ich hätte gern einen Besucherausweis. Den brauchen Sie nicht. Der ist nur wichtig für Lieferanten. Aber Sie tragen doch auch einen. Dick, der Wachmann da drüben besteht darauf, dass auch alle Angestellten einen Ausweis tragen. Ich bin da nicht so penibel. Besucher sollen sich nicht auch noch mit Papierkram rumärgern. Verstehe. Das heißt, es kann jeder einfach so auf die Station. Nein, nein. Jeder muss sich vorher hier anmelden. Sie müssen sich um Ihre Mutter keine Sorgen machen. Natürlich nicht. Sie liegt ja nur im Koma. So war das nicht gemeint. Vielen Dank für die Auskunft. Kein Problem. Also, Schwester wieder weg? Lieber nicht. Ich hab, was ich wollte und Mom braucht ihre Ruhe. Okay. Wie kriege ich denn dann den Ausweis? Ein Boot mit einem Lieferung samt Lieferschein würde man doch Zugang zum Lieferhaus, zum Leichenschauhaus nicht abweisen, oder doch? Wir brauchen einen Ausweis. Aber wie kriege ich den? Ich weiß es nicht. Ein ausgefüllter Lieferschein für Flüssigseife. Mhm. Warum nicht? Ich muss gerade nicht. Ich weiß nicht, wie wir den kriegen sollen. Mama hat erzählt, wie sie nach ihrem Autounfall lange fürchtete, den Rest ihres Lebens in so einem Ding verbringen zu müssen. Ihr Rücken war schwer verletzt und niemand konnte ihr sagen, ob sie je wieder laufen könnte. Vielleicht reicht es ja, dass wir ihn irgendwie erpresst haben oder so. Also, dass wir ihn vielleicht irgendwie erpressen können. Ja? Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Das Paket? Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Nein, darfst du nicht. Was ist mit deinem Ausweis? Meinem, was? Dein Besucherausweis. Du musst dir vorne einen Besucherausweis geben lassen. Ach, kommen Sie. Was soll der Mist? Ich will nur... dafür brauchst du... Das macht den Spaß, könnte oder? Man da würde ich mal drüber nachdenken. Nee, geht doch leider nicht. Ach, wie mache ich das denn? Na gut, ich muss eh in den Laden. Oh, und ich muss Schluss machen. Okay, Leute, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.